Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich weiß, ich habe erst vor kurzem mein TBA-Video hochgeladen und jetzt mache ich schon wieder eine Art TBA-Video. Und zwar hat für mich die Uni wieder angefangen und deswegen hat sich mein Stapel der Bücher, die ich in nächster Zeit lesen muss und will, ein bisschen verändert. Und deswegen dachte ich mir, ich mache ein neues Video dazu. Der Stapel ist eigentlich für meine Leseverhältnisse nicht unbedingt machbar, aber ich werde mein Bestes geben und versuchen, diese Bücher in den nächsten 4 Wochen irgendwie zu lesen. Auch wenn das doch sehr viele sind. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich wahnsinnig langsam bin, wenn es um das Thema Sachbücher geht. Das erste Buch habt ihr schon in meinem letzten TBA-Video gesehen. Und zwar ist das Russische Geschichte von Andreas Capella. Ich habe überlegt, dieses Buch zu pausieren bezüglich der anderen Sachbücher. Aber ich habe mir gedacht, ach komm, jetzt bist du schon bei der Hälfte. Jetzt kannst du es auch noch fertig lesen. Und zwar ist das Ganze ein Sachbuch zu russischer Geschichte. Ganz langweilig. Ich stelle euch hier übrigens gerade erstmal meine Freizeit-Spaßbücher vor. Ja, russische Geschichte gehörte da auch dazu. Und das nächste Buch dazu habt ihr auch im letzten TBA schon gesehen, nämlich Der Buchhändler aus Kabul, eine Familiengeschichte von Asni Sayastat. Das möchte ich auch demnächst lesen. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen Abwechslung reinbringen zwischen die ganzen Sach- und Fachbücher. Und ich hoffe, es ist gut und ich hoffe, es bringt wieder dann Schwung in mein Leseleben. Und ich setze hohe Hoffnung in dieses Buch. Dann habe ich mir noch ein Sachbuch. Ich bin eigentlich ein bisschen verrückt momentan. Ich habe einen riesigen Stapel an Sachbüchern und Fachtexten für die Uni zu lesen und lese trotzdem noch freiwillig 2 andere Sachbücher. Ich weiß nicht so genau, was mit mir los ist. Auf jeden Fall das zweite ist Imagine, wie das kreative Gehirn funktioniert, von Jona Lehrer. Und ich finde nicht nur, dass das Cover extrem schön ist, sondern ich finde das Thema auch wahnsinnig interessant. Ich habe das Buch seit 2014 auf dem Schirm und will es unbedingt lesen. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Und ich glaube, zwischen dem ganzen theoretischen Zeug von der Uni mal was zu lesen, was mich als Privatperson anspricht, ist bestimmt auch nicht schlecht. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Last but not least, der letzte Roman, den ich euch jetzt heute vorstelle, ich wünschte, es wäre mehr, ist Das Mädchen, das Geschichten fängt von Victoria Schwab. Ich liebe ja Wee Schwab, oder was heißt, ich liebe sie. Ich habe ein Buch von ihr gelesen und fand das großartig. Und ich folge ihr auch auf Twitter und liebe sie da über alles. Und das ist ich glaube, es ist ein Jugendbuch. Und auf jeden Fall, ich finde, es klingt wahnsinnig spannend. Und ich habe auch nur Gutes bisher darüber gehört und bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie mir das gefällt. Und das wird hoffentlich auch etwas entspannender sein zwischen den ganzen Fachbüchern. Dann bleibt noch dieser wunderbare Stapel hier. Das sind Bücher, die ich freiwillig lese. Also das ist nur Hintergrundwissen für meine Kurse. Das sind nicht die Fachtexte. Da ist kein einziger Fachtext dabei. Das ist keine einzige Pflichtlektüre. Sondern das ist nur, damit ich die Prüfungen alle bestehen kann, ist das hier meine Hintergrundlektüre. Hilfe! Das erste Buch habe ich schon angefangen und zwar sind das Die Araber von Heinz Halm. Von der vorislamischen Zeit bis zur Gegenwart. Ich habe dieses Semester eine Vorlesung zur historischen Einführung in die Arabistik, was ja eigentlich sich eher mit der Sprache beschäftigt. Aber ja, mir fehlt auch hier das Hintergrundwissen. Ich weiß quasi nichts über Arabien und die Geschichte dort und von den Menschen da. Und ja, deswegen habe ich hiermit angefangen. Es ist bisher wirklich gut. Allerdings, wenn ich nicht schon diverse Vorlesungen zu Vorderasien gehabt hätte, hätte ich bis dato kein einziges Wort verstanden. Aber ja, bisher finde ich es eigentlich ganz gut. Die nächsten 4 Bücher hängen zusammen. Und zwar ist das erste Buch Die Assyrer von Eva Kankig-Kirschbaum. Und dann haben wir noch Mesopotamien von Bartel Huder, ich weiß nicht genau. Die Phönizier von Michael Sommer. Und die Hittiter von Jörg Klinger. Und zwar habe ich einmal eine Vorlesung zur Erfindung der Sprache und der Schrift. Und das ist nun mal in Vorderasien passiert, zu der Zeit, wo diese wundervollen Kulturen hier vor Ort waren quasi. Und ja, er hat diese Bücher empfohlen und ich habe mir gedacht, ich lese da mal rein. Das ist einfach ein bisschen Hintergrundwissen quasi zu dem ganzen vorderasiatischen Gebiet. Sehr interessant, zwecks Sprachentwicklung und die Kulturen, diese Hochkulturen damals, die waren wirklich echt spannend. Also man denkt es nicht. Ich kannte sie vorher nicht, mir haben diese ganzen Wörter früher vor dem Studium nichts gesagt. Aber heute, finde ich, ist es einfach sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig und ja. Das wird, glaube ich, eine sehr langsame Lektüre, aber doch durchaus eine sehr hilfreiche.
Ebenfalls für diesen besagten Sprachkurs ist Weltgeschichte der Sprachen von der Frühzeit des Menschen bis zur Gegenwart von Harald Hamann. Und das Buch hat eine ganz witzige Geschichte. Ich habe mir das nämlich bestellt, noch bevor die Uni losgegangen ist, weil ich mir dachte, oh ja, super Fachwissen. Ich bin dieses Semester ganz vorne mit dabei. Und dann habe ich, als er Literatur empfohlen hat, habe ich gefragt, ob dieses Buch denn auch gut ist. Und dann hat er gemeint, also der Dozent hat dann gesagt, ja, das Buch ist eigentlich total gut, er mag das wirklich gern. Es ist thematisch von der Vorlesung ein bisschen weit weg, aber ich soll es trotzdem lesen, weil er freut sich auf die Diskussionen mit mir. Und ich war so, okay, ich habe ja sonst nichts zu lesen, aber okay, ich habe das Buch sowieso gekauft, ich wollte es sowieso lesen. Also werde ich es jetzt wohl oder übel lesen. Die nächsten drei Bücher hängen auch wieder zusammen. Und zwar ist das für mein Seminar, was ich dieses Semester habe. Da geht es um Pluriverse, also um so in Anführungsstrichen Gesellschaftsexperimente. Ich weiß nicht so genau, wie ich es sonst erklären soll. Und zwar habe ich hier einmal das Buch Einfach jetzt machen, wie wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen von Rob Hopkins. Und das ist der Begründer der Transition-Bewegung. Und wer das googelt, der weiß auch, glaube ich, ungefähr, um was es in unserem Seminar geht. Dann habe ich noch Buen Vivir, vom Recht auf ein gutes Leben. Und zwar ist das von Alberto Acosta und das ist eben eines von diesen, in Anführungsstrichen, Pluriversen. Und ja, genau wie das nächste Buch. Und zwar ist das Degrowth, Handbuch für eine neue Ära. Das unverzichtbare Nachschlagewerk zur Postwachstumsdebatte von Giacomo D'Alisa, Federico De Maria und Georgios Kallis. Und ja, ist auch einer von diesen Bewegungen und da geht es einfach auch so ein bisschen um Nachhaltigkeit und solche Geschichten und um Gesellschaftsformen, wie sie eventuell funktionieren könnten, wenn wir nicht die ganze Zeit auf Wachstum und Innovationen auswehren und so weiter. Finde ich, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich freue mich auf diese Lektüre hier dazu und ja, jetzt wisst ihr, durch was ich mich die nächsten Wochen durchquälen werde oder einfach Spaß dran habe, es zu lesen. Wir werden es sehen. Und ja, lasst mich mal in den Kommentaren wissen, welche Bücher ihr denn momentan so lest. Ob ihr auch gerade lauter Fachbücher lest. Weil ja, die Fachtexte sind da noch nicht dabei. Von denen werde ich wahrscheinlich erschlagen werden. Aber egal. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, auch ob ihr von solchen Dingen hier jemals gehört habt. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen. Und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video. Bis dahin, tschüss. PS. Die nächsten zwei Wochen kommen auch zwei Videos zum Thema Uni. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Bis dann!